Herzlich willkommen zum Video über die essentielle Premium-Programmbestellung oder Autoship-Bestellung und zur Schnellbestellung oder Standardbestellung, die uns Mathilde Helm jetzt vorstellen wird. Ja, herzlich willkommen. Wir gehen gleich in das virtuelle Büro hinein. Und da siehst du jetzt hier erstmal die Übersichtsseite von mir. Und wir gehen für die monatliche Bestellung direkt hier auf automatischer Lieferservice bzw. Bonuspunkteprogramm. Also das ist die Option, wo du monatlich von Young Living dir auswählst, was du zugeschickt bekommen haben möchtest. Mindestens in einem Wert von 50 PV, also diesen Netto-Dollar-Wert bzw. dem Produktvolumenwert von 50 PV. Und du wählst einfach aus, was du bekommst. Dazu klickst du auf automatischer Lieferservice. Und da ich das bereits eingerichtet habe und seit vielen Monaten in dieser Option bestelle, sehe ich als erstes die Übersicht. Wenn du das noch nicht eingerichtet hast und damit starten möchtest, wirst du dadurch geleitet, das erstmalig einzurichten. Das zeigen wir in einem anderen Video. Und hier siehst du nun die verschiedenen Felder, die verschiedenen Optionen, die ich als erstes kurz erkläre und dann gehen wir in das Bestellen selbst hinein. Also du hast eine Übersicht, wie viel gerade drin ist. Ich habe jetzt gerade einen Bestellwert von 545 Euro dort drin und einen PV-Wert von 350 PV. Damit bin ich als Punktlandung auf das Monatsangebot gekommen. Und man kann hier dann die Bestellung sich ansehen bzw. ändern. Da werden wir raufklicken. Die Versandadresse ist hier jeweils immer dargestellt, die man auch ändern kann. Die Zahlungsmethode, mit der ich meine Bestellung monatlich jeweils zahle. Und unten kann ich auch das Datum ändern. Schauen wir uns das mal an. Weil das ist ganz wichtig. Es ist nicht so, dass man immer zum gleichen Tag im Monat die Lieferung braucht, hin und wieder verreist man ja und dann ist es nicht sinnvoll, wenn die Bestellung irgendwann ankommt, wo man gar nicht da ist. Deshalb, man kann sich hier aussuchen, an welchem Tag im nächsten Monat man das gerne hätte. Genau, das heißt, im Juni war jetzt die Bestellung auf dem 12. Ich sehe, dass im Juli momentan das grüne Feld, also auf dem es steht, dass der 20. wäre. Und ich kann beliebig alle weißen Felder auswählen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte die Bestellung schon am 4. Juli haben. Es ist immer empfehlenswert, die Bestellung innerhalb der ersten 10 bis 15 Tage des Monats zu legen, damit, falls es Komplikationen gibt, das alles organisiert werden kann. Das Blaue ist nun das geänderte Datum. Was können für Komplikationen eintreten und was kann dann organisiert werden? Es kommt mal vor, zum Beispiel, dass die Zahlung nicht durchgeht oder dein Konto ist nicht gedeckt. Kreditkarte, wenn es eine Prepaid-Karte ist, geht nicht. Oder du kriegst was, was du gar nicht haben möchtest, irgendwas, dass du das Paket zurückschicken möchtest. Und wenn du das am Anfang des Monats hast, dann kannst du zum Beispiel, dann hast du noch Zeit zu reagieren. Young Living rechnet immer monatsweise ab. Das heißt, wenn du am Ende des Monats deine Bestellung nicht gemacht hast, würdest du sonst aus dem Monatlichen rausfallen. Und du startest neu mit dem Punktesammeln, also mit den 10%, 20% und 25% Bonuspunkten. Und so hast du hier genug Spielraum, um zu bestellen und bekommst deine. Das ist ja so gut, wenn man nicht rausfliegt aus dem Treueprogramm, damit man nicht wieder bei 10% Vergütung beginnt, sondern sobald man eben über 3 Monate ist, kriegt man die 20% Gratisprodukte und über 25. Monat dann die 25%. Und deshalb so wichtig, dass keine Komplikationen gibt, damit das in jedem Fall gewährleistet ist, aus den genannten Gründen. Und wenn du jetzt verreist, Mathilde, und ich schätze mal, du hast deshalb den 20. eingestellt, weil normalerweise machen wir ja so vom 1. bis zum 8. oder so die Bestellung, damit wir Spielraum haben. Und eine zweite Bestellung kann man dann im Monat entweder über Amerika machen, eine zweite Autoship-Bestellung, Essential Rewards-Bestellung. Oder wenn man jetzt kein zweites Essential Rewards-Programm laufen haben möchte, dann eine Standardbestellung innerhalb des Monats. Dann klicke ich auf Tag ändern.
Dann siehst du oben nächstes Bearbeitungsdatum 4. Juli. Und unten hast du dann, ach genau, dann ist das nochmal alles aufgelistet. Was wichtig ist, dass dann als aktueller Bearbeitungstag immer ein Tag zuvor steht. Das heißt, 3. des Monats, sodass du weißt, am 3. ist es wichtig, dass du da alles erledigst, alle Produkte drin hast, damit es dann sicher ist, dass am 4. auch das Richtige ausgelöst wird. Unten auf zurück zur Übersicht. Eine weitere Option, die du übrigens für das Datum hast, ist hier die manuelle Abwicklung. Ich mache das sehr gerne, dass ich eingebe, was ich wirklich haben will und dann sage, okay, jetzt lasse ich es rausschicken. Da kannst du dann entsprechend hier auf manuell bearbeiten klicken. Das geht jetzt nicht, weil ich das schon gemacht habe und meine Monatsbestellung für Juni schon rausgegangen ist. Aber hier würdest du dann sagen, du möchtest es manuell bearbeiten, bestätigst nochmal und dann ist deine Bestellung aktiviert. Hier könntest du dir ansehen, welche Bestellungen du in der Vergangenheit getätigt hast, also welche Monatsbestellungen. Nun gehen wir aber in die Details hinein. Erstmal die Bestellung anzeigen. Da siehst du einfach die Auflistung, die gerade im System drin ist, kannst sie aber nicht ändern. Oder kannst du sogar hier auch. Also hier siehst du die Produkte, die ich drin habe, ICP und so weiter. Hier das Achtungszeichen. Wenn du darauf klickst, siehst du, dass du eine Begrenzung hast. Das ist bei dem Achtungszeichen, sind da immer solche Informationen. In diesem Fall darf man nur 2 von diesem Öl pro Monat bestellen, deshalb das Achtungszeichen. Ich könnte hier Produkte auch rauswerfen, wenn ich sage, das ICP brauche ich jetzt nicht mehr. Dann kann ich das sogar auch direkt rauswerfen und speichern. Also kann ich das hier entsprechend auch schon ändern. Jetzt ist eine Warnung, da werden wir gleich hinkommen. Es gibt den sogenannten PV-Assistenten, bei dem du wählen kannst, was deine Mindest-PV-Anzahl im Monat sein soll. Das ist sinnvoll, wenn du zum Beispiel andere Teampartner hast, die über dich bestellen und selbst mit 100 PV provisionsberechtigt sein möchtest für alle Provisionen, für das Weiterempfehlen. Dann kannst du den PV-Assistenten zum Beispiel auf 100 PV einstellen oder auf die monatlichen Angebote. Und hier sagt er mir jetzt, dass der PV-Assistent aktiv werden wird, weil ich unter dem eingetragenen Wert vom PV-Assistenten bin. Das heißt, fügt er dir aus diesen im PV-Assistenten abgespeicherten Produkten was hinzu? Genau. Toll. Können wir uns das anschauen, was da jetzt hinzugefügt wurde? Ja, erstmal muss ich wieder zur Übersicht zurück. Oder du könntest auch links über meine monatliche ALS-Bestellung machen. Genau, wir können erstmal uns die Bestellung ansehen und dann im Anschluss den PV-Assistenten. Also die Bestellung ändern. Da siehst du jeweils die Liste an möglichen Produkten, die du bestellen kannst. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte gerne eine Ölmischung dazu nehmen. Welken, Dreamcatcher und dann ist jeweils dieses Häkchen dort zu sehen. Wenn ich keine Zahl eingebe, ist das die Zahl 1. Wenn ich jetzt hier eine 3 eintrage, habe ich das Produkt 3-mal im Warenkorb. Ganz unten ist dann jeweils der Warenkorb immer dargestellt. Das heißt, hier hast du die Produkte, die Anzahl und entsprechend dann auch den Wert. Und darunter siehst du die Monatsartikel. Das, was im Angebot ist, was du gratis dazu bekommst, wenn du eine größere Menge bestellst. Wichtig ist, dass es momentan immer bei 120 PV auch schon das erste Angebot gibt, wenn du monatlich bestellst. Also das ist ein gratis Produkt, was man nur bekommt. Das ist zum Beispiel hier jetzt das. Das bekommst du nur, wenn du in dieser monatlichen ALS oder Essential Rewards Bestellung bist. Gut, und das ist dann schon, sind dann schon die geänderten Produkte. Ich kann auch sagen, den Hydrodice habe ich jetzt zu Hause, den nehme ich raus, der war schon für diesen Monat. Und dann kann ich entsprechend die Bestellung speichern. Was ist der Vorführeffekt? Braucht er länger. Nein, jetzt wieder mal nicht. Schneiden wir das Video dann wieder, kann nämlich sein, dass jetzt hängen geblieben ist. Ich würde die Seite nochmal neu laden.
jetzt nochmal. Ja, den Altlohnscheiß noch raus tun. Jetzt kann ich die monatliche Bestellung unten speichern und komme damit wieder auf die Übersichtsseite. Jetzt ist es nochmal dargestellt. Du siehst nochmal, wie viel du wirklich zahlen wirst. Bei mir siehst du hier keine Steuern, weil ich mit der UED, also als ein als Geschäft einkaufe und dadurch keine Steuern zahle. Und bei dir wird dann jeweils auch auf Versand und so weiter dann die Steuer sichtbar sein, wenn du ganz normal die Öle bestellst. Als Privatperson. Als Privatperson, genau. Also die UID, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, bekommst du als Unternehmerin, als Unternehmer. Kannst du beantragen beim Finanzamt in San Luis. Und die kriegst du dann und die teilst du dann Young Living mit. Und ab dann kriegst du Nettorechnungen. Das ist auch wichtig für die Kommissions- oder Provisionsauszahlung, weil man dann nämlich eine Reverse Charge Regelung hat. Reverse Charge bedeutet, dass in Deutschland dann keine 19% Mehrwertsteuer auf deine Provision angerechnet werden und dir die quasi abgezogen werden und als Steuer abgeführt werden. Das ist wieder, weil es innerhalb der EU-Länder gibt es diese Regelung, dass die Vorsteuer wegfällt und die Umsatzsteuer wegfällt. Und dass das eben, weil es schwierig ist, das zwischen Ländern abzurechnen, gibt es dann diese Rechnung, dass es gleich von Anfang an netto abgerechnet wird, sowohl für Warenlieferungen wie aber auch für Zahlungen für Services. Wir machen für Young Living einen Service oder eine Dienstleistung, indem wir die Teams betreuen und mit Informationen versorgen und Workshops geben und Webinare geben. Und wir machen auch den Service, dass wir oft mal neue Mitglieder eintragen. Dafür bekommen wir die Kommission. Und indem du die UID angibst, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, hast du dann auch deine Kommission Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer frei. Gut, und hier kannst du ganz einfach deine Versandadresse ändern. Da kommst du nochmal auf die Übersicht, die Produkte aufgelistet sind, und ich kann auf Adresse ändern gehen und könnte hier einfach eine neue Adresse eingeben, zum Beispiel wenn du in den Urlaub fährst oder zu Familienangehörigen woanders und dort es hinschicken möchtest, kannst du einfach eine zusätzliche Adresse hinzufügen oder hier die aktuelle Adresse, die drin ist, bearbeiten. Genauso ist es auch mit der Zahlungsmethode. Du kannst verschiedene Zahlungsmethoden wählen. Ich habe jetzt hier eine Kreditkarte drin. Das ist auch die einzige, die hier im System ist. Alternativ kann ich, wenn zum Beispiel sich das Ablaufdatum ändert, ist es wichtig, dass du hier reingehst und mit dem Bearbeiten das Datum änderst. Das ist ja immer mal so, dass eine Karte aktualisiert wird. Oder du gibst eine neue Zahlungsmethode hinzu. Und hier kannst du wählen zwischen Kreditkarte. Wenn du auf den Pfeil klickst, siehst du SEPA. Oder auch... SEPA ist Bankeinzug. Genau. Und das funktioniert nur, wenn du nicht schon eine SEPA-Zahlungsweise eingerichtet hast. Also es ist möglich, nur ein Bankkonto für den Bankeinzug einzugeben. Wenn bei dir diese Option SEPA nicht erscheint, ist es, weil du schon ein Bankkonto mit der SEPA-Zahlung eingerichtet hast. Mathilde hat jetzt, glaube ich, nur Kreditkarten drinnen. Dadurch wäre für dich möglich, jetzt die SEPA-Zahlung einzurichten. Genau, du würdest dann hier die Daten eingeben. Unten das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt hier. Oben Vorname eingeben. Dann Nachname eingeben und dann kommt etwas, wo immer wieder Fehler passieren. Es wird möglicherweise von Young Living so geändert werden, dass die IBAN zuerst und die BIC, der BIC-Code, als zweites sein wird. Ja, viele Leute geben, weil es bei uns so üblich ist, dass man den IBAN als erstes eingibt und als zweites das BIC, den BIC-Code. Und sie geben es verkehrt rum ein und dann wird das nicht registriert. Und viele Leute sagen, ja, die SEPA-Zahlung funktioniert nicht.
aber es ist oft wegen dieser Vertauschung von IBAN und BIC. Deshalb bitte genau lesen, dass du ins richtige Feld richtige Angabe eingibst. Young Living prüft auch ein Autofill, dass man überhaupt nur den IBAN eingeben muss in Zukunft und dass dann das BIC automatisch ausgefüllt wird. Super. Hier wählst du auch, wenn du damit regelmäßig zahlen möchtest, dass es die Standardzahlungsmethode ist. Und wie gesagt, du gibst deine Daten an, gehst dann auf Speichern und hast das im System. Sollte es irgendwelche Probleme geben, kontaktiere am besten direkt telefonisch den Kundenservice, dass du anrufst 08000 825 049. Von Deutschland aus? Von Deutschland aus, genau. Du findest unter Kontakt, beziehungsweise oben, das hast du in dem anderen Video, Live-Chat oder Live-Help. Live-Hilfe? Unter der Live-Hilfe kommst du in dieses Fenster, wo alle Kontakttelefonnummern aufgeführt sind. Genau. Und wenn es schnell gehen soll, ist es immer gut anzurufen. Wenn du Zeit hast, Tage, dass du sagst, ist jetzt nicht so wichtig, kannst du auch eine E-Mail schicken. Wie gesagt, wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann kontaktiere Young Living direkt. Die neue Möglichkeit ist, dass du auch mit PayPal zahlen kannst. Hier wirst du direkt auf dein PayPal-Konto weitergeleitet. Du gibst dann deine E-Mail-Adresse und dein Passwort von PayPal ein. Klick mal da drauf, was passiert. Dann erscheint direkt das PayPal-Fenster und wenn du da was eingetragen hast, ist dann da schon sind die Daten schon von dir zu sehen. Deshalb machst du das jetzt nicht. Ja, genau. Ja, ich habe das mal für eine andere Dame eingetragen und dann sind die Daten von einer anderen Dame da zu sehen. Das darf ich nicht mehr. Alles klar. Gut. Das heißt, bei PayPal wirst du direkt weitergeleitet, aktivierst PayPal und das funktioniert dann so, dass Young Living direkt von deinem PayPal-Konto das Geld abbucht und zwar mit der Zahlungsweise, die du selbst bei PayPal angegeben hast. Geplant ist, eine weitere Zahlungsmethode via Sofortüberweisung einzurichten. Sobald es der Fall ist, wirst du dann neben PayPal auch noch Sofortüberweisung sehen und kannst dann darauf klicken. Und dann kannst du mit Angabe deiner ITAN-Bank-Kontonummer die jeweilige Zahlung autorisieren. Du brauchst auch noch die Bankleitzahl und deine Kontonummer, um das zu legitimieren bei Sofortüberweisung. Super. Dann gehst du unten immer rechts auf Änderungen speichern. Man kann hier eine Spende für die Young Living Foundation machen. Wenn du das privat bestellst, für dich ist das eine tolle Option, um wirklich Kinder auch in den Ländern, wo Young Living eigene Farmen hat, zu unterstützen. Viele Leute fügen da einfach, machen nur den Eurobetrag voll oder runden auf den nächsten Eurobetrag. Und bei den über 3 Millionen Mitgliedern von Young Living, wenn das jeder jeden Monat tut, dann kommt da schon eine beträchtliche Zahl davon raus. Da können viele Kinder unterstützt werden. Wenn du das aber betrieblich machst, wie gesagt, hast du das Problem, das ist etwas ganz anderes, eine Spende wie eine Warenrechnung. Und dann empfehle ich dir, deine Spenden für wohltätige Zwecke der Young Living Foundation außerhalb zu machen, damit du auch für die dann einen ordentlichen Nachweis hast und damit du in der Warenrechnung nicht plötzlich auch noch eine Spende mit dabei hast. Genau. Super. Das ist schon die Hauptfolie. Was ich real jeden Monat ändere, sind einfach meine Produkte und vielleicht das Datum. Alles andere kannst du drin lassen. Das heißt, es ist auch eine ganz schnelle Sache, das entsprechend zu bearbeiten. Und du kannst vor allem im Laufe des Monats wie so ein Geschenkzettel, so eine Liste für dich machen, was du gerne haben möchtest. Und dann, wenn das Datum rankommt, sortierst du für dich aus und wählst, was dann aktuell kommt. Also hast du hier jederzeit hinterlegt, was so deine nächsten Produkte und Öle sind, die du ausprobieren und dann bestellen möchtest. Oben drüber siehst du hier noch zwei weitere Reiter, beziehungsweise die sind dann auch immer hier links zu sehen. ALS-Bonuspunkte ist die Auflistung, wie viele Bonuspunkte du durch die monatliche Bestellung aktuell hast. Hier, dass ich 222 Bonuspunkte habe, weil ich schon über 91 Monate bestelle, bekomme ich entsprechend auch die 25% Bonuspunkte auf jede einzelne Bestellung. Also ein Viertel des Wertes mehr, die ich mir dann in Gratisprodukte einlösen kann. Und das ist der Hammer. Also das ist das Beste, was man haben kann. Das sind wirklich noch enorme Vergünstigungen, die du dadurch bekommst. Und hier steht, wann die Bonuspunkte verfallen würden. Die nächsten, das wären jetzt 35,
die im Jahr 2018 erst verfallen würden. Und hier kann man sehen, welche Punkte man alle... 2017. Wir nehmen dieses Video gerade im Juni 2017 auf, da aber trotzdem immer wieder drauf schauen. Weil wenn man länger keine Punkte einlöst, kann es sein, dass es plötzlich, es sind glaube ich 12 Monate, ist glaube ich die Frist. Und dann verfallen die wieder, wenn man die 12 Monate nicht einlöst. Genau. Deshalb einmal im Jahr ist es schon gut, mindestens einmal im Jahr sich die Gratis-Produkte dann auch zu holen. Genau. Hier kannst du sehen, wann du deine Punkte eingelöst hast und für welche Produkte. Und hier wirst du direkt zum Einlösen der Punkte weitergeleitet. Das haben wir auch bereits in dem Video zur Übersicht dargestellt. Da wirst du ganz einfach selbst durchgeleitet. Und nun der PV-Assistent. Das ist sehr wichtig zu wissen. Den empfehle ich dir auf jeden Fall einzurichten. Denn hier hast du einen Assistenten, der immer aufpasst, dass du nie unter einen bestimmten PV-Wert fällst. Der Mindestbestellwert sind ja 50 PV bei Young Living in dieser Monatsbestellung. Eine weitere wichtige Zahl sind 100 PV. Bei 100 PV bist du voll provisionsberechtigt, wenn du die Öle weiterempfiehlst und auch weitere Freunde, Bekannte Bestellkonten über dein Konto anlegen und du dementsprechend von Young Living auch Geld als Vergütung bekommst. Und dann gibt es ab 120 PV, wenn du monatlich bestellst, das erste Gratisöl und dann gibt es weitere Gratisöle bei 195 und dann ist es unterschiedlich, mal bei 250, mal bei 350, das ist jeden Monat anders. Und ich würde mindestens hier den PV-Assistent auf 100 PV stellen, damit du nie unter diese 100 PV-Grenze kommst. Ich habe jetzt zum Beispiel 350 PV stehen, weil ich sicher gehen wollte, dass ich dieses Monatsangebot bekomme für 350 PV in diesem Monat. Dann habe ich das einfach geändert. Ich könnte jetzt zum Beispiel für den nächsten Monat sagen, mir ist es da jetzt einfach nur wichtig, auf 100 PV zu sein, dass ich auch provisionsberechtigt bin. Ich gehe aufs Ziel aktualisieren und schon hat er das geändert. Darunter wähle ich nun nach Priorität die Produkte, die Young Living dazu tut. Und zwar kann es mal sein, dass ein Öl kurzfristig ausverkauft ist, ich kriege das nicht mit und mein PV-Wert sinkt. Und dann gibt es immer eine große Enttäuschung, weil ich dachte, ich kriege ein Gratisprodukt oder sogar die Provision. Plötzlich falle ich unter 100 PV und denke, Gott, was ist jetzt? Mein Geld ist verloren oder das Gratisöl, was ich gekriegt hätte, bekomme ich nicht. Und wir wollen dir diese Enttäuschung ersparen. Daher die Empfehlung, richte dir entsprechend den PV-Assistenten ein. Ganz, ganz wichtig, ein paar Kennzahlen im Auge zu behalten. 100 PV, wie gesagt, damit du alle Zahlungsmethoden ausschöpfen kannst, alle Boni, alle Kommissionszahlungen, wenn du Young Living geschäftlich betreibst. 120 PV ist eine Zahl, die es im Moment gibt, wo du ein zusätzliches Essential Rewards Öl bekommst, wenn du um 120 PV bestellst. Dann die meisten Promo-Zahlen oder die häufigsten Promo-Zahlen sind 190 oder 195 PV für die grundsätzlichen Promo-Artikel. Dann 250 PV für noch einen Promo-Artikel mehr und dann 350 PV, weswegen du, Mathilde, glaube ich, das auf 350 eingestellt hattest, um die gesamte Gratis-Artikel oder Promo-Artikel des Monats zu bekommen. Aber es gibt hin und wieder auch Spezialmonate, wo mal 490 PV ein Promo-Angebot ist, das besonders groß ist. Und deshalb ganz wichtig, dass du die Mitgliederinformation, was sind die Produkte des Monats, was sind die Promo des Monats, im Auge behältst. Also nochmal 100 PV, um kommissionsberechtigt zu sein, 120 PV für das Essential Rewards Öl, und dann meistens 195 PV, 250 PV, 350 PV und hin und wieder sogar 490 PV bitte im Auge behalten. Damit du, das ist so schade dann, wenn Leute um 3 PV zu wenig bestellen und sie verpassen total tolle Produkte, die sie sonst gratis bekommen würden. Und wir zeigen dir das in dem Video zu Ressourcen für Mitglieder, wo du diese Informationen zum Monatsangebot findest. Hier habe ich jetzt die Produkte, die ersetzt werden, wenn mein PV-Wert sinkt, weil irgendetwas anderes nicht erhältlich ist. Und die werden der Reihenfolge nach
dort eingesetzt und auch in der Menge, die ich hier auswähle. Zum Beispiel jetzt hier einmal Lavendel und kann ich sagen, na, das brauche ich gerade nicht, das nehme ich jetzt wieder raus. Dann fragt er, möchte ich es wirklich löschen, und ich lösche das dementsprechend. Ich kann auch sagen, na, gerade ist eigentlich Purification am wichtigsten, dann klicke ich vorne auf diese drei Striche und ziehe das hoch und sage, an erster Stelle soll er mir bitte Purification ersetzen. Was zum Beispiel gut ist, da kannst du auch, ich nehme jetzt mal, es gibt das neue Valoröl, ich gebe das hier dann immer gerne in die Suche ein, kann sagen, naja, wenn das nicht da ist, dann möchte ich Valor dazu nehmen, nehme ich hier zwei Fläschchen und auch Valor 2 hätte ich gerne zweimal und dann nehme ich beides mit dazu. Hier sagt der monatliche Bestellung speichern, aber das sind tatsächlich jetzt die Produkte, die im PV-Assistenten drin sind. Steht jetzt hier unten das Valor, das möchte ich gerne mit hochnehmen, dass das an erster Stelle ersetzt wird und schon habe ich das, dass es zweimal dazugefügt wird. Wenn du hier ein Produkt. Kluge Entscheidung mit Valor. Bestimmte Öle sind so populär, dass die immer leicht mal ausgehen. Und mein Tipp ist, ich habe fast immer Abundance drinnen, jeden Monat. Ich habe fast immer Valor drinnen, jeden Monat. Denn das sind Öle, die sind so gut und so wichtig für die meisten von uns, dass es sowieso gut ist, du hast sie immer vorrätig, aber hin und wieder kann es passieren, die gibt es dann nicht mehr. Und dann hast du schon ein bisschen auf Vorrat bestellt. Was vielleicht ganz gut ist, wenn du hier nicht Produkte hast, die einen sehr hohen PV-Wert haben. Wenn du zum Beispiel GLF nimmst, was um die 100 PV hat, und du fällst mit deiner Bestellung, du hast den PV-Assistenten wie hier auf 100 eingestellt, fällst auf 95 runter und wenn dein erstes Produkt zum Beispiel das GLF ist, dann würde der das einsetzen, dann steigt deine PV-Zahl von 95 auf 195. Ich habe jetzt nicht genau die Anzahl und so hoch wolltest du ja gar nicht gehen. Daher empfehle ich immer hier relativ kleinwertige Produkte drin zu haben, damit du nicht eine böse Überraschung hast, dass du dann plötzlich irgendwie 100 Euro mehr bezahlst, als du eigentlich geplant hast. Das wollen wir ja auch nicht. Das ist der PV-Assistent und du kannst übrigens in dem Downline-Viewer, also in deiner Organisation hier, auch sehen, ob du bzw. wer aus deinem Team auch den PV-Assistenten eingestellt hast. Das zeigen wir dann im Video zu deiner Organisation, zu deinem Downline-Viewer. Das war's zu der monatlichen Bestellung und dem PV-Assistenten. Hast du noch was dazu? Monatliche Essential Rewards Bestellung, die auch Autoship-Bestellung oder automatischer Lieferservice genannt wird oder essentielles Prämienprogramm. Und das ist die Bestellung, die dich eben zum Punktesammeln berechtigt. Die Standardbestellung oder Schnellbestellung, da kann man keine Punkte sammeln. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Aber es ist leider nicht möglich, mehr als eine automatische Lieferservice, essentielle Premium-Programmbestellung pro Monat zu haben. Es sei denn, du bestellst gleichzeitig in einem anderen Warenhaus, also zum Beispiel in den USA, dass du oben über das Fähnchen hier zur amerikanischen Flagge gehst und dort auch Produkte dir nach Deutschland zuschicken lässt. Ganz wichtig, du kannst über die Startseite youngliving.com ohne irgendetwas dahinter auf dieses internationale Verzeichnis kommen und du könntest dir theoretisch auch von Australien aus was schicken lassen, indem du auf Australien klickst. Es ist jetzt nicht nötig, weil wir über das US-Lager eigentlich alle Produkte kriegen. Im US-Lager ist alles verfügbar, was es überhaupt gibt. Ich habe mir einmal den Scherz erlaubt, aufs japanische Warenlager zu gehen. Und da war dann alles mit japanischen Schriftzeichen. Und das Schlimme war, ich kam dann nicht mehr raus. Da habe ich noch an einen falschen Ort geklickt und dann war sogar mein virtueller, damals noch das alte virtuelle Büro. Und das war dann immer auf Japanisch. Und ich musste dann anrufen beim Young Service, die das wieder auf Deutsch umstellten. Also das nur so zum Scherz nebenher, weil ich kam nicht mehr raus aus dem Japanischen. Dann sehen wir uns jetzt die Standardbestellung an.
Das ist die einmalige Bestellung, wenn du einfach nur einmal Produkte bestellen möchtest. Du kannst es entweder machen, wenn du nicht monatlich bestellen möchtest, wenn du sagst, na, das ist dir zu viel oder du möchtest einfach einmal Produkte haben. Oder du kannst die Bestellung jederzeit zusätzlich zu deiner monatlichen Bestellung machen. Wichtig ist, dass du weißt, dass das eben eine zusätzliche Bestellung ist und dass die Monatsbestellung, sobald sie aktiviert ist, auch rausgeht. Hier ist es ganz wichtig zu wissen, dass das kein Lieferabonnement ist, aus dem man dann nicht mehr rauskommt. Genau. Die essentielle Premium-Programmbestellung, Autoship-Bestellung. Wie funktioniert das, Mathilde? Man richtet es einmal ein und es geht dann eigentlich um diesen steigenden Prozentsatz an Punkten, die man sammelt. 10% in den ersten 3 Monaten, 20% im Monat 4 bis 24 und dann ab Monat 25 sammelt man 25% PV auf jede Bestellung. Aber wenn man es einmal abbestellt, beginnt man wieder bei 10%. Genau, da startet es neu. Und das andere ist, man kann es aber jederzeit abbestellen. Wie bestellt man das ab? Das machst du entweder telefonisch oder per E-Mail. Das steht auch hier drauf, wenn Sie Ihre monatliche ALS-Bestellung abbestellen möchten, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice. Am besten ist, du rufst an bei Young Living unter der Gratis-Nummer vom Festnetz und sagst dann, verifizierst dich mit deiner Mitgliedsnummer und mit deinem PIN. Wichtig ist, dass du als erstes deine Bonuspunkte alle einlöst bzw. eingelöst hast, denn das kannst du nur machen, solange deine Bestellung aktiv ist. Und dann bittest du, dass sie die Monatsbestellung abbestellen oder löschen und dann wirst du nichts mehr zugeschickt bekommen und dann ist das inaktiv. Also anmelden kannst du. Monatsbestellung meinst du essentielles Premium-Programm? Genau. Das ist ganz wichtig. Monatsbestellung ist nicht die monatliche Standardbestellung. Wir haben auch Mitglieder, die sind nicht im essentiellen Premium-Programm, nicht im ALS oder Autoship, aber die bestellen monatlich einfach eine Standardbestellung. Ist das intelligent, Mathilde? Das ist nicht intelligent. Warum? Weil man sich, einmal zahlt man 3 Euro mehr Porto, das ist ein kleiner Betrag, aber man lässt sich tatsächlich einmal auch die Monatsangebote entgehen, diese 120 PV-Angebote, wo man schon das erste Gratis-Öl bekommt und diese Bonuspunkte. Genau. Also 10 bis. Ist ganz wichtig, sich strategisch zu entscheiden, ja, ich mache das essentielle Premium-Programm, ich mache Essential Rewards oder ALS oder Autoship und wirklich dir bewusst sein, der Prozentsatz steigt. Aber wenn du wirklich nur jeden dritten Monat bestellst, kannst du potenziell trotzdem am Treueprogramm, am essentiellen Premium-Programm teilnehmen, indem du nämlich im Monat 2 und Monat 3, wo du nicht bestellen würdest, für andere Leute bestellst. Genau. Also das ist sehr, sehr klug, weil ich würde nie diese 10%, 20%, 25% liegen lassen. Das ist ja bares Geld, beziehungsweise das sind dann super gratis Produkte. Genau, das ist super. Gut, dann gehen wir zur Standardbestellung. Ich nutze das tatsächlich nur, um Bonuspunkte einzulösen, weil ich mir das alles sonst auf die essentielle Prämienbestellung aufteile. Gut, also Folgendes kann passieren. Man gibt ein Raindrop-Wochenende und man stellt fest, oh weia, ich habe 15 Teilnehmer, 5 Massage liegen und mir fehlen ein paar Raindrop-Öle und meine Autoship- oder Essential Rewards-Bestellung für den Monat ist auch schon durch. Dann vielleicht kann ich mir so viele Punkte einlösen, aber vielleicht brauche ich noch mehr Fläschchen. Und in meinem Fall ist das oft, dass ich dann diese Standardbestellung oder Schnellbestellung mache, aus diesem Grund. Also hier siehst du wieder die Maske mit den verschiedenen Produkten. Ich kann zum Beispiel hier jetzt mal bei, nehme ich zielgerichtete Unterstützung. Hier hast du für die verschiedenen Systeme was, kann ich sagen, ich hätte gerne einmal Essential Syme, Deep Relief Roll-On und dann hast du unten wieder die Auflistung der Produkte, die ich hier drin habe in der Schnellbestellung. Und hier drüber steht eben auch, dass es die Schnellbestellung oder Standardbestellung ist. Jetzt würde ich gleich sagen, ich sehe hier 193 PV bei deiner Bestellung und meistens ist bei 195 PV, dass man Promo-Artikel dazu bekommt. Kriegt man da eine Warnung? Das gucken wir, wenn ich zur Kasse gehe.
Also oft gibt er eine Warnung und er hat ja Ninja Nitro auch angezeigt. Vielleicht gibt es das tatsächlich schon ab 190 PV in diesem Monat. Aber normalerweise gibt das System eine Warnung, dass ich 20 PV an einem am nächsten Promo-Artikel vorbei bin, ob ich Ja, nicht es steht mehr. ja schon oben Sonderaktionen berücksichtigt. Ah, Also genau. die Promo-Artikel, die werden Sonderaktionen genannt. Sobald das erscheint, Sonderaktionen berücksichtigt, weißt du, dass du mindestens eine Sonderaktion, nämlich die 190 PV in diesem Monat, wurde für dich berücksichtigt. Hier siehst du jetzt, dass das Porto 15,46 € sind. Das ist relativ viel. Das sind immer 3 € mehr als bei der monatlichen Essential Rewards Bestellung. Wenn du Und so ein Gewicht hast. genau, und hier ist es jetzt über 1 Kilo. Daher habe ich so einen hohen Wert. Jetzt ich. Sonst ist der Wert, wenn es nur Öle sind, sagen wir mal eine Bestellung unter 1 Kilo. Dann müssten das. Dann ist das 4,99 Genau. plus Steuer. Jetzt nimmst du eine Reihe von Sachen raus. Jetzt ist auch deine Sonderaktion weg. Das Ninja Nitro ist jetzt nicht mehr. 9,51 € sind es jetzt, wenn wir da runterkommen. Das heißt, wärst du im essentiellen Premium-Programm, im ALS, im Autoship, würdest du 4,99 zahlen. Dadurch, dass du nicht bist, bist du bei 7,99 plus Mehrwertsteuer. So, hier sehe ich nun den Gesamtbetrag. Ich habe hier die Zahlungsmethode drin. Ich kann wieder eine neue hinzufügen. Man könnte auch die Zahlung auf verschiedene Karten aufteilen. Oder ich kann hier die ALS-Bonuspunkte wählen. Hier kann ich also mein Bonuspunkteguthaben durch die Essential Rewards Bestellung einlösen. In diesem Fall ist das nur mit dem Deep Relief Roll-On möglich. Das Valor 2 ist nicht für die Bonuspunktebestellung freigegeben. Das heißt, das muss ich ganz normal zahlen. Und jetzt sieht man hier, dass der Betrag auch weniger geworden ist. Ich habe 24 €, die ich mit den Bonuspunkten zahle für den Deep Relief Roll-On. Und der Rest läuft dann über die Mastercard. Und auch hier könnte man, wenn man möchte, wieder eine Spende oder aufrunden. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Bei dem ist dann nochmal die Übersicht dargestellt, bevor man dann entsprechend kauft. Und der Unterschied immer zu der Monatsbestellung ist, die Monatsbestellung, die speichern wir, also den automatischen Lieferservice bzw. die Essential Rewards Bestellung. Da steht dann immer Speichern. Wenn wir die Schnell- oder Standardbestellung haben, steht dann immer unter Jetzt bestellen oder Kasse. Diese beiden Begriffe sind immer die Achtungszeichen. Du bist nicht in dem monatlichen Programm, du bist jetzt bei der Schnell- bzw. Standardbestellung. Also hier siehst du nochmal die Übersicht, Porto, Versandinformationen. Jetzt ist noch ein wichtiger Hinweis. Ich sehe da bei Standard Non-Autoship 9,51 € und wenn du das jetzt, ein Teil hast du durch Punkteeinlösung, aber das Valor 2 kannst du nicht durch Punkteeinlösung bezahlen und dadurch bleibt es bei dieser Lieferkosten von 9,51 €. Genau. Die vergünstigten Lieferkosten von 4,99 €, wenn du eine reine Punkteeinlösung machst, kriegst du also so nicht. Das heißt, so eine Mischbestellung aus einem Produkt, was du bezahlen musst und einem Produkt, welches du eben von deinen Punkten einlösen kannst, lohnt sich nicht wirklich, weil du, wenn du eine reine Punkteeinlösungsbestellung hast, wieder geringere Lieferkosten hast, fast nur die Hälfte. Gut. Soll ich das nochmal zeigen, wie das ist, wenn ich das rausnehme? Genau. Das wäre Also nicht nehme ich schlecht. das Valor 2 raus. Ich habe Genau. nur Produkte hier an dem blauen Fähnchen. Sehe ich, dass ich. Und wenn wir dann schneiden, vorher soll ich das zeigen noch, wenn du das jetzt kurz rausschneidest, Eiler, und jetzt wieder anfangen, bitte. Hier sehen wir jetzt nochmal, wie es ist, wenn wir nur Bonuspunkte einlösen. Da wähle ich Produkte, die hier das Fähnchen haben. Das sind Produkte, die sind Bonuspunkte berechtigt, die ich entsprechend einlösen kann. Gehe ich zur Kasse zum nächsten Schritt.
Dort sind entsprechend die Versandart und die Versandadresse eingetragen. Und hast du jetzt übrigens sehr klug gemacht. Ich habe gesehen, du hast jetzt 2 Flaschen Ginger Red bestellt. Das heißt, das hat ein Gewicht von über 2 Kilo. Und du hättest jetzt Lieferkosten von 15, also 12,99 plus Mehrwertsteuer. Genau. Ich mache das jetzt aber, dass ich sage, ich möchte sie von den Bonuspunkten nehmen. Dann klickt jedes Produkt hier an. Und das wird jetzt hier geändert. Jetzt siehst du, dass plötzlich der zu zahlende Betrag gesunken ist auf 4,99. Das ist genau die Summe, die jeweils für das Bearbeiten oder das Versenden von dieser Monatsbestellung berechnet wird. Das ist der reduzierte, das ist nicht die Monatsbestellung. Also bitte das auch rausschneiden, Ayla. Diese 4,99 sind die reduzierten Versandkosten für eine Bonuspunkte-Einlösung. Und deshalb wichtig, dass du immer feinsäuberlich trennst, wann löse ich Punkte ein und wann bestelle ich Produkte entweder per Standard-Schnellbestellung oder per monatlicher Essential Rewards-Bestellung. Das sind 3 verschiedene Lieferkostenkategorien. Und wenn du das ein bisschen im Auge behältst, zahlst du immer die geringsten Lieferkosten. Super. Das sind jetzt also die Möglichkeiten, wie du den automatischen Lieferservice machen kannst und auch deine Bonuspunkte einlösen kannst. Wunderbar. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Du kannst den Share Screen wegmachen. Jo. Wie geht das hier? Oben. Ich muss die Leiste klicken. So ein rotes Ding. Ich glaube jetzt. Ich habe frei. Wurde unterbrochen. Du musst ganz raufgehen. Ja, ich habe Freigabe. Wurde unterbrochen. Oder muss ich auf Stoppen gehen? Aber das stoppt. Ja, genau, stopp. Ja, super. Gut gemacht. Prima. Ja, das war gut. Also Monatsbestellung, den Begriff Monatsbestellung, den sagst du immer. Ja, weil du sagst, das ALS gibt es eh bald nicht mehr und Essential Rewards. Das gibt es ja weiterhin, das Essential Rewards. Aber Monatsbestellung als solches, jetzt hast du sogar bei der Punkteanlösung Monatsbestellung dazu gesagt, aber die Ayla wird es jetzt eh rausstellen. Ich weiß nicht, was du mit der Anita verabredet hast, was dann drinnen stehen wird. Steht da ein essentielles Premium-Programm oder was ist da beschlossen worden? Soweit ich weiß, soll überall Essential Rewards stehen. Super. Dann werden wir möglicherweise dieses Video noch einmal aufnehmen müssen, sobald das ist. Weil das ist nämlich dann verwirrend für die Leute, wenn ständig von ALS und sonst noch was geredet wird. Ja, ja. Das heißt, dieses Video, möglicherweise müssen wir es noch einmal aufnehmen, aber so ist es gut. So ist jetzt alles erfasst. Mhm. So, dann schauen wir jetzt, wie geht es weiter. Was gibt es als nächstes? Genau, also den Downline-Viewer, das ist ein separates Ding, da braucht man mindestens 1 Stunde. Mhm. Ressourcen für Mitglieder könnte man noch machen oder das Nachrichtencenter. Oder mein Konto. Es ist egal. Eigentlich geht Ressourcen für Mitglieder schnell und mein Konto haben wir eigentlich schon fast alles gemacht. Super, dann machen wir jetzt noch Ressourcen für Mitglieder. Mhm. Dann machst du das bitte wieder. Ja, ich muss ganz kurz. Da bist du jetzt voll auf Speed. Mhm. Wir müssen dann schauen, dass wir knapp vor 5 fertig sind. Mhm. Sonst kommt nämlich die Marina in die Konferenz rein. Ja, genau. Da ist plötzlich jemand anderer noch da. Ach so, das ist so. Ach so. Ja, das ist mein Konferenzraum. So, okay. Machst du die Einleitung? Geh mal zur Maske zurück. Da. Geh auf Übersicht wieder. Klicke mal auf Übersicht.
Und jetzt geh noch einmal als Bildschirmshare raus, dass man uns wieder beide sieht. Mhm. Oben Stopp. So, herzlich willkommen zum Video über die Ressourcen für Mitglieder. Und das ist das nächste Feld in deiner Leiste links im virtuellen Büro. Das schauen wir uns jetzt an. Das ist wie eine kleine Fundgrube oder Schatzkammer für dich. Wenn du 1-2 freie Minuten hast, lohnt es sich dort wirklich hineinzuschauen. So, links klickst du auf Ressourcen für Mitglieder. Und hier hast du kurz als Übersicht einmal das Monatsangebot, Informationen zu den Ölen, aber auch zu Young Living direkt. Mitgliederinformationen, da sind sowohl rechtliche Informationen als auch Informationen von Gary und Mary Young hinterlegt und unten eine Auflistung verschiedener anderer Materialien. Und die werden wir jetzt uns überblicksmäßig ansehen. Jeden Monat hat Young Living ein anderes Angebot, dass du Gratisprodukte bekommst, wenn du eine bestimmte Bestellmenge wählst. Die sind hier in verschiedenen Formaten als zuoberst dargestellt. Wenn du auf den Flyer klickst, siehst du ein PDF, wo dann steht, was das aktuelle Monatsangebot ist. Das kannst du auch noch im Postkartenformat oder als Auflistung so dir ansehen. Das ist auch sehr praktisch zu haben, weil du dir das speichern kannst. Du kannst es auf Social Media, also auf Facebook teilen. Du kannst es anderen als E-Mail weiterleiten und die Informationen teilen. Also hier siehst du jetzt den Flyer. Meistens gibt es ein Angebot für 120 PV, wenn man in dem Essential Rewards, in dem automatischen Lieferservice bestellt. 90 PV in diesem Monat, oft sind es auch 195 PV. Wo es weitere Produkte gibt, 250 und 350 PV. Das wechselt jeden Monat und kannst du jederzeit hier einsehen. Als zweiten Block siehst du hier verschiedene Produktinformationen. Du hast den Produktkatalog als Online-Version hinterlegt in allen Sprachen. Also du kannst dir den auch einsehen, zum Beispiel auf Englisch. Oder wenn du jemanden kennst aus Schweden, kannst du auch den Schwedischen dort finden und herunterladen, beziehungsweise wirst dann weitergeleitet. Dann hast du hier Broschüren. Das sind zum Teil Broschüren, die man auch direkt kaufen kann als gedruckte Dokumente. Und auch hier hast du alle Sprachen zur Verfügung. Das heißt, du kannst dir die auf Englisch ansehen. Du kannst hier zum Beispiel über Thieves die Broschüre oder die ätherischen Grundbausteine jeweils öffnen und auch speichern. Auch die Preislisten hast du hinterlegt, jeweils für jedes Land. Die werden regelmäßig aktualisiert, mal kommen neue Produkte dazu oder Preise ändern sich. Die werden momentan nicht mitgeschickt wegen der Änderung. Das heißt, die Preislisten hast du immer hier zur Verfügung in der Online-Version. Dann gibt es die sogenannten Produktinformationsseiten. Das ist eine große Menge an PDFs. Das sind 1 bis 2 Seiten jeweils zu den Einzelölen, Ölmischungen, den anderen Produkten, auch in allen Sprachen. Das heißt, wenn sich jemand nur für ein bestimmtes Produkt interessiert oder du da in kurzer Form dich informieren möchtest, kannst du die hier finden. Klickst mal auf eines drauf. Haben zum Beispiel als... Sehr schön, diese Produktinformationsseiten, und sehr informativ. Da findet man oft Informationen, die sonst nirgendwo zu finden sind. Zum Beispiel hier die Northern Lights Schwarzwichte. Sehr schön gemacht als Übersicht, auch wie du sie anwenden kannst. Auch ein paar Insider-Informationen, die du hier dazu sehen kannst. Und das kannst du also, wenn du selbst Abende gibst, Öleabende, Präsentationen, schau immer da mal rein in die Produktinformationsseiten, ob da nicht eines der Öle oder der Produkte dabei ist, über die du sprechen wirst, weil hier kannst du dir Zusatzinformationen holen, die meisten Leute nicht wissen, die meisten Leute zu faul sind, in die Produktinformationsseiten zu schauen.
Dann hast du hier bestimmte Anleitungen, sowohl die Beschreibung zu den Verdunstern, zu den Diffusern, als auch zu dem Hydrogize, der das hydrogenisierte Wasser macht, sind hier hinterlegt. Also wenn du da mal Fragen hast oder deine Beschreibung nicht findest, sind sie hier in allen Sprachen jeweils, dass du dir hier weiterhelfen kannst. Es gibt auch Videos und andere Online-Informationen und da kannst du eigentlich sehr, sehr viel lernen. Zum Teil über Young Living, über das Einkorn hier zum Beispiel, über das virtuelle Büro gibt es auch von Young Living noch separate Videos und ja, verschiedene Videos, die im Laufe der Zeit gemacht wurden, wo du viele, viele neue, schöne und wertvolle Informationen bekommst. Zusätzlich gibt es noch Audioaufnahmen und Bonusvideos, die Young Living im Laufe der Zeit gemacht hat. Du siehst, das ist eine große Liste, die eben zumeist auf Vimeo hinterlegt ist. Hier siehst du zum Beispiel ein ganzes, ich glaube, 1,5- bis 2-stündiges Webinar über Feelings von Aditya Nowotny auch, wo du komplett die Feelings-Anwendung kennenlernst und genauso dir wirklich eine große Anzahl von Informationen zu den verschiedenen Produkten beziehungsweise zu den ätherischen Ölen. Und auch wieder, wenn du jemanden kennst, der eine andere Sprache spricht, hast du hier den Zugriff auch auf die anderen europäischen Sprachen. Sogar Präsentationen sind hinterlegt, die du für dich verwenden kannst. Die sind zumeist als PowerPoint-Präsentation hinterlegt, sodass du sogar selbst noch eigene Produkte hinzufügen kannst. Wenn du hier raufklickst, dann speichert dein System oder dein Computer direkt die Präsentation. Dann öffnest du die aus deinem Download-Ordner und kannst dann sie bearbeiten oder direkt so verwenden, wie sie hier ist. Also eine Einführung zu Young Living. Schnell mal stoppen, weil da wird so in der Küche herumgescheppert. Zu. Ich mache eine Aufnahme. Man hört das Geschirr geschäppert. Entschuldige. Also das war also eine Einführung zu Young Living. Jetzt wieder abgeben. Du hast hier eine Einführung zu Young Living. Zu dem Ninja Red Saft findest du eine Präsentation Seed2Seal zu den Seeds-Produkten. Und auch zu den neuen Produkten, die es seit 2016 gibt. Das heißt, die kannst du direkt für eigene Präsentationen verwenden oder davon selbst viel Neues lernen. Und hier sind Materialien zu dem essentiellen Prämienprogramm, zu dem automatischen Lieferservice hinterlegt. Das heißt, auch hier kannst du die Informationen dazu einsehen. So, und an dritter Stelle siehst du hier einen größeren Block zu Mitgliederinformationen. Auch sehr wichtige Informationen allgemein zur Anwendung für dich, aber auch wenn du die Öle weiterempfiehlst, da sind einige Sachen, die du einfach wissen solltest. Dass du zum Beispiel hier die auch Vertriebsvereinbarung dir einmal durchliest und das alles kennst. Jeder sollte das gelesen haben. Vertriebspartnervereinbarung, das ist sehr wichtig, wenn du geschäftlich tätig bist. Hier geht es um alle gesetzlichen Regularien und auch um das richtige Verhalten im Wettbewerb, das richtige ethische Verhalten. Das ist ein viel unterschätztes Formular, was man sich sicher 10-mal durchlesen kann, weil es sehr, sehr dicht geschrieben ist und weil sehr viele wichtige Hinweise darin sind. Super, vielen Dank. Auch die Richtlinien sind sehr, sehr wichtig. Sind noch Ergänzungen zu den Materialien, die hier sind? Ja, das ist eben, sich da bewusst zu sein. Das erste ist eben Anmeldung für das essentielle Premium-Programm. Das zweite ist Anmeldung für den Vertriebspartner. Das dritte ist Anmeldung, wenn man jemand als Kunden anmeldet. Denn man kann das auch auf dem Blatt Papier machen. Das ist rechtlich genauso gültig. Und das dann scannen und Young Living schicken, anstatt dass man es online macht. Oder wenn du gerade irgendwo unterwegs bist, so ein Blatt Papier kannst du immer mithaben, aber du hast vielleicht nicht immer Internet. Und dann lässt du dir das von der Person unterzeichnen und du gibst es dann nachher zu Hause in den Computer ein und hast auf die Art und Weise der Person ein Vertriebspartnerkonto, also wir nennen das Young Living Mitglied.
oder ein Kundenkonto eingerichtet. Und eben diese Policies and Procedures, das ist das, was ich vorhin genannt habe, da sind die Vertriebspartnervereinbarungen drinnen, das sind die ganzen wichtigen rechtlichen und ethischen Grundlagen, wenn du das als Geschäft betreibst. Und das solltest du wirklich 10-mal durchlesen. Und das wird dir dadurch auch sehr, sehr viel bewusst werden, was das eigentlich bedeutet und wie wichtig das ist, sich richtig zu verhalten. Anhand dieser Richtlinien und Verfahren, zu Deutsch Policies and Procedures. Dann haben wir hier wichtige Informationen darauf, wie wir über die Öle informieren. Das heißt, was wir weitergeben und weitergeben dürfen. Die Öle von Young Living und die anderen Produkte sind Wellnessprodukte. Das heißt, wir dürfen keine Gesundheits- oder Heilaussagen machen. Und hier gibt es verschiedenes Material. Also der Compliance-Brief, das ist das, wo Gary Young selbst dazu Stellung nimmt, was wir sagen dürfen. Genauso auch diese Hot Words und Young Living rechtlich präsentieren. Das sind alles die Sachen, wo es darum geht, dass wir Produktaussagen sagen und auch auf Facebook, also auch wenn wir das öffentlich auf Social Media teilen, so wirklich nur das sagen, was wir rechtlich dürfen. Das ist ganz wichtig, dass wir da eine Verantwortung übernehmen, weil es um unsere eigene rechtliche Sicherheit geht, aber auch um die Verantwortung Living gegenüber. Die Öle sind als Kosmetika registriert und als Nahrungsergänzungsmittel registriert, die Plusöle. Nicht als etwas anderes. Deshalb dürfen auch nur Aussagen, die über Kosmetikprodukte beziehungsweise Aussagen, die über Nahrungsergänzungsmittel gemacht werden dürfen, gemacht werden. Dann haben wir hier noch Eintrittsinformationen. Da sind wichtige Basisinformationen enthalten, zum Beispiel nochmal zu dem essentiellen Prämienprogramm, Sicherheitshinweise zu den Ölen, eine Hintergrundinformation zu den Quellen von Young Living, also zur Qualität und genau der Kundenservice, wie man ihn erreicht, die Amerika-Bestellung, wie das funktioniert, Lieferpreise extra, und die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten. Das heißt, das ist für den Staat auch ganz wichtig, dort einmal hineinzusehen und auch neuen Vertriebspartnern oder Kunden darüber zu informieren, dass das dort hinterlegt ist. In der Mitte siehst du hier den Vergütungsplan. Der ist relevant, wenn du Young Living weiterempfehlen möchtest. Da hast du drei Möglichkeiten. Einmal gibt es das als so ein dreiseitiges Blatt vorne und hinten. Das kannst du auch als gedruckte Version bestellen. Und da empfehle ich dir, dich mit deinem Ansprechpartner, mit deiner Ansprechpartnerin zusammenzusetzen und dir das wirklich erklären zu lassen, wie das funktioniert und was du für Möglichkeiten hast, die Öle weiterzuempfehlen. Du findest hier auf der Webseite natürlich auch ein Video zu diesem Kompensationsplan oder Vergütungsplan, wo auf alle Aspekte eingegangen wird. Dann sind noch weitere Begriffe und Fragen dazu. Hier hast du Videos zum virtuellen Büro, die Young Living selbst gemacht hat, die du einsehen kannst. Bei den Schulungstools sind zum Online-Weitergeben, also Einrichtung einer Website und Online-Verkauf der Öle, wichtige Informationen hinterlegt. Und zuletzt ist hier noch die Möglichkeit, in London, in der Europäischen Zentrale, Vorträge, Seminare zu geben. Da sind hier die Hintergrundinformationen hinterlegt. Unten drunter siehst du hier viele weitere Möglichkeiten, neue Preise zum virtuellen Büro, verschiedene Webinare direkt von Young Living, ein kurzes Video zum Aufsetzen des PV-Assistenten, zum PayPal, wie das eingerichtet wird. Dann, wenn mal ein Produkt ausverkauft ist, kannst du hier raufklicken und gucken, welches alternativ möglich wäre. Hier steht, das ist auf Englisch, du kannst das gut sehen, da steht das Öl, was vielleicht ausverkauft ist und welches alternative Produkt du dafür kaufen könntest. Das ist eigentlich eine tolle Liste, da einmal reinzusehen. Und wenn dir etwas fehlt, was du gerne hättest, dann eine Alternative zu bestellen. Die Produktverfügbarkeitslisten sind ganz wichtig,
Wir haben zwei Lager in Europa. Eines für West- und Mitteleuropa, das ist in Holland. Und dann klickst du auf die Produktverfügbarkeit Warenlager in Holland. Wenn du in Osteuropa oder Südosteuropa bist, dann klickst du auf Produktverfügbarkeit in Kroatien. Das zeigt dir nämlich, wann das Produkt auch wieder voraussichtlich erhältlich wird in der rechten Kolumne. So kann man dann nämlich schon ein bisschen planen, wann man das Öl wieder bekommt. Und hier siehst du zum Beispiel Frankincense, Weihrauch, 15 Milliliter ist schon wieder ausverkauft und gibt es in rund einem Monat wieder oder 3 Wochen wieder. Das ist der Grund, warum bestimmte Öle wie Valor, wie Abundance, wie Weihrauch idealerweise von dir regelmäßig bestellt werden, dass wenn es mal wieder ausverkauft ist, dass du da nicht gleich auf dem Trockenen sitzt. Genau, die Liste ist so aufgebaut, oben steht Now Available, also die sind wieder verfügbar. Und zweiter Balken sind die, die nicht verfügbar sind. Das heißt, du siehst immer oben, die gerade wieder neu reingekommen sind ins System. Und unten dann jeweils die Liste, was gerade nicht da ist und hinten, wann es wiederkommt. Dann hast du hier noch Vergütung, den Elite Express, der ist erklärt, das ist, wenn du eben irgendwie weiterempfiehlst geschäftlich. Wichtige Informationen zum Browser, manchmal funktioniert etwas nicht, dass diese Pop-ups, diese kleinen Fenster, die sich öffnen, zum Beispiel mit der Ölbeschreibung, sich nicht öffnen. Das ist genau erklärt, wie du, wenn was nicht läuft, die entsprechend aktualisieren beziehungsweise auch deinen Verlauf, deine Historie beim Browser löschen kannst. Und hier unten drunter hast du das Logo von Young Living hinterlegt. Wenn du das für Werbezwecke, für deine Visitenkarte oder für eine Website als unabhängiger Vertriebspartner verwenden möchtest, auch das C2C-Logo. Auch für Banner wichtig, wenn du dir ein Banner, also ein Pop-up-Banner herstellen möchtest. M heißt Männer und F heißt Frauen, also Masculine, Feminine. Das Unterschied, das heißt Vertriebspartner und Vertriebspartnerin. Und das ist als PDF und als JPEG. Und dann hast du hier Fotoarchiv Young Living zur freien Verwendung. Das ist auf Flickr, sind das Alben oder ist das ein Album, wo du ganz viele Fotos hast zu den Ölen, zu Veranstaltungen von Young Living, wo du die du verwenden kannst, wenn du auch eigene Websites machst oder Flyer machst und entsprechend professionelle Fotos haben möchtest in guter Auflösung zu den Ölen. Also das lohnt sich, da reinzugehen und dort dir Bilder auch runterzuladen. Das ist hier nochmal ein Link zu den Richtlinien und Verfahren und hier ein Link zur C2C-Website, die gebe ich auch immer gerne weiter. Das ist eine extra Webseite zur Qualität von Young Living. In allen Sprachen sind Videos hinterlegt zu jedem Schritt zum Aussehen, Kultivieren, Destillieren und Versiegeln. Kannst du dich hier durchklicken und das auch entsprechend weitergehen. Hier siehst du schon, wie das Video startet. Es ist wunderschön gemacht. Und auch einfach und anschaulich alles erklärt. Das ist die Zusammenfassung zu den Ressourcen für Mitgliedern. Eine letzte Sache haben wir noch nicht, den Link-Generator. Wenn du jemanden hast, der sagt, du, ich möchte unbedingt auch Öle bestellen, wie kann ich das machen? Kannst du der Person direkt einen Link erstellen, wo du bereits als Sponsor und Enroller, also als Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerin gewählt bist und die Person dann direkt das Bestellkonto anlegt. Ich habe jetzt hier meine Nummer drin. Wie gesagt, du kannst da jede beliebige Nummer einfüllen, also in dem Fall dann deine Nummer. Du wählst Mitgliedernummer, das ist sehr wichtig. Sponsor ist die Person, unter der dieses nahe Mitglied im Team eingeschrieben wird. Enroller ist die Person, die das Einschreiben vornimmt. Und das ist ganz wichtig, wenn du die Person einschreibst, sollte deine Mitgliedsnummer unter Enroller-ID stehen, weil du ja die einschreibende Person bist. Aber wenn du schon ein größeres Team hast, willst du möglicherweise nicht, dass du 50 Leute alle auf erster Ebene unter dir hast. Deshalb lohnt es sich, die ID des Sponsors, eine Person aus einer deiner Linien zu wählen und diese nahe Person unter der zu platzieren. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst hast du zum Schluss 50 Leute auf der ersten Ebene.
Und dann dauert der Aufbau deiner Organisation wesentlich länger. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch Österreich eintragen, Austria, wähle dann auch wieder Deutsch aus und dann ändert sich der Link. Ich kann hier auf Link kopieren gehen und den dann in einer E-Mail versenden oder einfach so weitergeben und die Person hat direkt deine Daten. Hier unten drunter siehst du immer, was aktuell angezeigt ist in diesem Link. Und das ist ein recht langer Link, aber den kannst du auch hinterlegen. Das ist sehr praktisch zum Weitergeben. Fantastisch. Vielen Dank, Mathilde. Das war eine super Führung durch die Ressourcen, die wirklich ein unendlicher Schatz sind. Und ich selbst finde da immer wieder Sachen, wo ich gar nicht wusste, es existiert überhaupt. Deshalb, es lohnt sich da mal mehr als 2-3 Minuten zu investieren. Man kann eigentlich ein ganzes Wochenende investieren und man wird reichlich belohnt dafür. Und dieser Link-Generator ist natürlich ideal, weil das kannst du über Facebook versenden, über E-Mail versenden. Und wie gesagt, es gibt dir die Möglichkeit, die Leute auch strategisch zu platzieren in einem deiner Beine, damit du da auch die richtige Struktur in deiner Teamorganisation aufbaust. Mathilde, ein letztes Wort von dir zu diesem Video. Es gibt manche, die haben sich das nicht genau angeguckt und haben eigene Materialien erstellt und haben dann festgestellt, es gibt es ja schon von Young Living. Also es lohnt sich erst reinzugucken und dann eigentlich festzustellen, was wir eigentlich für tolle Tools, für tolle Materialien von Young Living haben und mit denen loszulegen und zu starten. Prima. Und wir sehen uns im nächsten Video.